Situation ist für alle natürlich sehr belastend. Es ist nichts so, wie es vorher war. Man kann nicht sich frei draußen bewegen. Das gilt für mich als Privatperson genauso wie für jeden anderen auch. Meine Frau ist zu Hause mit den Kindern, macht Homeoffice. Also es ist für jeden jetzt anders und wir stehen jetzt natürlich auch vor anderen Osterfeiertagen, als wir sie gerne erlebt hätten. Aber wir haben hier in der Verbandsgemeinde die ganze Zeit sind wir dran, die Situation so gut wie möglich in den Griff zu kriegen. Wir haben sie auch gut im Griff. Wir waren immer mit unseren Planungen rechtzeitig dran, konnten so die Tage vorplanen und wir versuchen auch viel zu helfen, viel zu informieren und Informationen sind in dieser Zeit besonders wichtig, denn jeder will ja wissen, was darf ich, was kann ich und wie geht's weiter. Viele Dinge in der Kommune gehen ja jetzt weiter als Beigeordnete. Wir stellen jetzt den Haushalt in den letzten Zügen dann auf für die Verbandsgemeinde, um weiter handlungsfähig zu sein. Wir haben uns im Rathaus neu organisiert für die Lage jetzt, haben verschiedene Teams gebildet, auch im Bereich Ordnungsamt, wo wir jetzt draußen auch viel auf den Straßen und Plätzen unterwegs sind, um zu kontrollieren, dass sich auch alle an die Regeln, die es jetzt gibt, halten. Und da bin ich natürlich in die Organisation und Koordination mit eingebunden. Die Arbeit in Mainz im Landtag, die geht weiter. Es gilt jetzt, viele Fragen zu sammeln, nach Mainz weiterzugeben, in die Ministerien, aber auch dann Antworten hier zurückzugeben. Ich bin ganz ehrlich, mir geht da vieles im Moment nicht schnell genug. Viele Unternehmer hätten jetzt gerne zum Beispiel Antworten, wie es mit ihren Soforthilfen ist. Das hakt ganz gewaltig. Und so sieht man, es gibt regelmäßig Konferenzen, Video, Telefonschalten, von morgens bis abends viele E-Mails, die hin und her gehen, um diese Fragen bestmöglich und schnellstmöglich beantworten zu können. Also auch in Mainz geht die Arbeit weiter, wenn auch nicht vor Ort, sondern mehr per Telefon und Video. Die meisten Menschen reagieren auf die Einschränkungen, die es jetzt gibt, mit großem Verständnis, weil sie wissen, dass es hier wirklich um etwas geht, um unser höchstes Gut, um die Gesundheit. Aber natürlich muss es danach auch weitergehen und die Existenz muss weitergehen, auch die wirtschaftliche. Und das trifft Selbstständige natürlich besonders hart. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass die Soforthilfen, die der Bund schon zur Verfügung gestellt hat, auch dem Land Rheinland-Pfalz gegeben hat, dass die nicht schon bei den Selbstständigen angekommen sind. Das ist also auch ein Thema, das wir in Mainz kritisieren, das ich auch selbst kritisiere. Ich hätte mir gewünscht, dass schon vor den Feiertagen jeder Gewissheit hat und auch das Geld schon auf dem Konto hat. Das hätten die Selbstständigen in Rheinland-Pfalz auch verdient. In anderen Bundesländern klappt das auch. Es gibt viele offene Fragen, die sich im Moment an den Soforthilfen des Bundes und den Hilfsangeboten des Landes festmachen. Ich kann im Moment nur anbieten, jeder, der will, kann sich gerne an mich wenden, bin erreichbar hier sowohl im Büro in Ramstein als auch über meine Homepage markus-klein.info. Einfach Kontakt oder über Facebook auf allen Wegen einfach Kontakt an mich und ich gebe das natürlich so gut wie es geht auch nach Mainz weiter und versuche da zu helfen. Ja, die Gremienarbeit ist natürlich jetzt eine ganz andere. Eine dreistündige Videoschalte, bei der die Menschen über ganz Rheinland-Pfalz verteilt sind, ist eine ganz andere, wie wenn man zusammenkommt und auch am Rande dann noch die Möglichkeit hat, mit dem einen oder anderen sich kurz mal auszutauschen, Fragen, Erfahrungen. Da sieht man erst mal, wenn das weg ist, wie wertvoll diese Gespräche am Rande dann auch sind und das Zusammenkommen. Aber im Moment geht es jetzt nicht anders. Und deswegen machen wir in der Gremienarbeit das Beste draus. Auf kommunaler Ebene bedeutet das, dass wir viele Beschlüsse dann auch als Eilentscheidungen machen müssen. Der Bürgermeister kann das, er darf das. Wir versuchen, die Ratsmitglieder so gut es geht auf dem Laufenden zu halten und zu informieren und einzubinden. Und irgendwann wird das ja auch vorbei sein und dann kommen wir wieder in den Sitzungen zusammen. Spazieren gehen, an die frische Luft gehen und draußen einfach die Schönheit auch bei uns genießen in der Natur. Das ist weiter erlaubt. Es ist weiter erlaubt zu telefonieren. Es ist erlaubt, sich zu freuen. Es ist erlaubt, mit großer Vorfreude auch in die Zukunft zu schauen. Und das alles sollten wir uns nicht nehmen lassen. Privat sind das natürlich auch Einschränkungen, die man hat. Insbesondere meine Schwiegereltern, Oma, Opa,
sind im Saarland. Da können wir jetzt natürlich im Moment nicht hinfahren. Da geht aber jetzt vieles auch über soziale Medien, über Skype und Videotelefonie, wo man sich austauscht und sich Bilder hin und her schickt. Das ist ja auch schön, aber es ist nicht das Gleiche. Und dann sieht man erstmal, wie schön dieser persönliche Kontakt ist. Und umso schöner ist es, sich dann wieder darauf zu freuen, beim nächsten Mal zusammenzukommen, sich in den Garten zu setzen und gemeinsam zu grillen und zu feiern, dass alles gut vorübergegangen ist.